Ja, jetzt hast du schon mal Paartherapeut und Beziehungscoach. Weiß noch mal hin auf den Kurs Spiritualität und nice geiles Leben, der jetzt in den nächsten Tagen losgeht. Selbstliebe-Challenge. Wieder im neuen Jahr. Und wer will, kann auch mal auf meinem so ein Projekt, was ich mal ausprobieren will, ein privater Kanal, Hemmsche Meier privat mal vorbeigucken. So. So, heute das Video habe ich mal genannt, das Universum spricht mit mir. Hallo Christian, ich denke, dass meine Situation eher in die spirituelle Richtung geht. Nachdem ich noch, da könnt ihr auch gern Fragen zu stellen, alles gut. Nachdem ich noch vor circa anderthalb Jahren von einem Drama und einer Enttäuschung mit einem Minuspol in die nächste geraten bin, stoppte das irgendwann nach dem Urknall überhaupt mit meinem Narzissten. Ich bin wach geworden und aus dieser missbräuchlichen Situation ausgestiegen. Die Zeit war natürlich sehr hart, aber dank deiner Kurse, Liebeskummer und Umprogrammierung des Liebeschips, habe ich es geschafft. Sag ja immer, mach die fucking Kurse auf liebeschip.de. Danach ging es in meinem Leben schon bergauf. Es taten sich neue Chancen auf, sogar kurzzeitig in der Liebe. Daraus wurde keine Beziehung, aber es tat mir trotzdem gut. Kurz danach lernte ich jemand anderen kennen und wir verstanden uns auch sehr gut. Mit dem Treffen haperte es immer wieder. Es kam nie wirklich eins zustande, bis ich es ansprach und kurze Zeit später trafen wir uns auch. Ich kann nur immer wieder raten, also ein Dating-Prozess sollte einfach und weitgehend triggerlos verlaufen. Also wenn man am Anfang schon Sachen besprechen muss, zu viel und kein Drive drin ist, würde ich aus heutiger Sicht da eher von abraten. So. Weil da gehst du eigentlich schon so ein bisschen in die männliche Polarität auch wieder, ne? Aber naja, diese Treffen waren hochgerechnet alle Vierteljahre einmal. Da gut, das ist okay. Also nichts Brauchbares. Der schriftliche Kontakt wurde immer gehalten, WhatsApp. Immer wenn ich quasi nicht mehr damit gerechnet habe, kam ein Treffen zustande. Ja, gut, das sind ja häufig diese vermeidenden Verführer, aber ist ja auch wurscht. Aber es kam immer irgendwas dazwischen. Ich wurde meist. Vorher meist krank. Das Universum spricht mit dir. Frag mal deine Krankheitssymptome, was sie dir sagen wollen. Und einmal resultierte deshalb ein Streit. Hier sollte ich bei dem anderen übernachten, da am nächsten Tag ein Festival anstand, was wir besuchen wollten. Jedoch bekam ich wirklich mit der Ankunft bei meiner neuen Bekanntschaft einen regelrechten Hustenanfall. Ich bin mir fast sicher, dass das Universum oder dein höheres Ich oder sonst wer dich bewahren wollte von einer neuen, nicht so für dich nicht gesunden Beziehung. Könnte ich für wetten, ey. Diese Erkältung brachte ich leider eine Woche vorher noch aus meinem Urlaub mit. Als ich noch zu Hause war an dem Abend, hatte ich den Husten gar nicht mehr. So geil. Dank deinem Körper, dass er dir so hilft. Als ich dann dort ankam, fing es auf einmal wieder an. Das ist doch großartig, ey. Du kannst wirklich, solltest auf die Knie fallen und deinem Körper sagen, danke, dass du so ein geiles Alarmsystem bist. Echt? Mehr musst du gar nicht wissen. Ich versuchte es zu unterdrücken, aber es hörte nicht auf. Davor war meine Bekanntschaft dann irgendwie so genervt, dass ich wieder nach Hause fahren musste. Ja, und das sollte auch so sein, denke ich. Da sie so sauer war und eigentlich auch nur von sich redete, Zitat, ich weiß gar nicht mehr, ob ich morgen mitkomme, ich kann jetzt nicht mehr schlafen, ich kann das nicht leiden, ja. Da hat ihr aber wohl jemand geholfen. Ein paar Stunden später kam die Entschuldigung jedoch. Es war soweit okay. Jetzt steht nur eine kurze Reise an, ich bin schon wieder krank. Jetzt nimm endlich diese Zeichen an, wirklich. Es scheint so, als ob es nicht sein soll. Ja. Kann es sowas wirklich geben? Ja. Und je weiter ihr kommt auf eurem Weg, umso mehr werdet ihr Intuition und Synchronizität und all diese Dinge bemerken, denn meine ich zumindest. Aus meinem beschränkten Blickwinkel. Also, ihr solltet so froh sein, dass das so gut funktioniert bei dir, wirklich. An Zufall glaube ich schon lange nicht mehr. Ja, gibt es auch überhaupt keinerlei Grund zu. Ja, habt ihr auch sowas erlebt? Schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt mir auch eure Fragen und wir werden es bald wiedersehen.